Also wirklich ein sehr schickes Apartment-Hotel. Das gefällt mir doch sehr gut. Mit Sitzmöglichkeit, mit dieser schönen Leselampe, herrlicher Ausblick über Leipzig. Toll. Hier kann man frühstücken. Küchenzeile ist auch vorhanden. Ach, und ihr seid auch vorhanden. Mensch, das ist ja schön, dass ihr wieder einschaltet bei Henschels Welt. Herzlich willkommen, Freunde der Nacht, eine neue Folge von Henschel on Tour. Diesmal aus Leipzig und man glaubt es kaum, ich habe ein neues Hotel ausgemacht. Es handelt sich um die australische, in diesem Falle, Hotelkette Adina. Und die hat sich so ziemlich hier in der City, mitten in der City breit gemacht. Auf der einen Seite sind die Höfe am Brühl, auf der anderen Seite der Hauptbahnhof ist nicht weit. Und die Fußgängerzone, die ist direkt nebenan. Insofern kann man von hier aus alles erreichen. Es handelt sich um ein, wie gesagt, schon ein Apartment-Hotel, zu Neudeutsch, also mit Küchenzeile. Die schauen wir uns jetzt einmal genau an. Und auch überhaupt das ganze Ambiente hier, was mir sehr gut gefällt, so viel sei schon mal vorweggenommen. Das macht einen sehr tollen Eindruck und ich denke, dass ich hier nicht das erste Mal gewesen bin. Also, macht's gut, bis gleich. Eine kleine Anekdote zu diesem Fluchtplan bzw. zu diesem Gebäude, was ja sehr länglich gebaut ist. Dieses Gebäude ist zu DDR-Zeiten noch errichtet worden und meines Wissens nach befand sich hier in diesem Gebäude unter anderem auch die Redaktion der alten DDR-Zeitung Neues Deutschland. So viel zu diesem geschichtsträchtigen Bau. Also, der Spiegel ist gleich auf der rechten Seite, wenn man in das Zimmer hereinkommt. Und dann auf der rechten Seite hier nochmal das große Bett, gemütlich mit 4 Kissen. Dahinter dann die indirekte Beleuchtung. Hier haben wir noch eine Kofferablage. Und dann hier, die sind glaube ich von der Firma Archimede, diese Lampen. Also auch hier Designerlampen verbaut. Wie macht man die an? Achso, hier unten. Ja, ich habe die selber zu Hause am Schreibtisch, aber da muss man sie direkt am... Jetzt habe ich das ganze Licht ausgemacht. Direkt an der Lampe einschalten. Und hier haben wir einen separaten Schalter dafür. So, in diesem schicken dunkelbraun gehalten. Das Ganze. Und dann hier als Abtrenner. Das habe ich in Frankfurt auch schon gesehen. Da gibt es auch diesen Abtrenner dann zu diesem Wohnbereich. Mit dieser großzügigen Couch, darüber auch wieder die schicke Leselampe. Und was natürlich unbezahlbar ist, ist dann hier der Blick nach draußen. Ich befinde mich im 6. Stockwerk. Da ganz hinten das rote Dach, das ist der Hauptbahnhof. Dann haben wir hier direkt gegenüber das Marriott, was ich auch schon getestet habe. Das könnt ihr auch in meinen YouTube-Videos finden. Und dann natürlich auch von mir getestet, ganz hinten. Man sieht noch oben das Dach, das braune Gebäude, das ist das Westin. So, und auf der linken Seite sind die Höfe am Brühl, ein Einkaufszentrum, auch erst vor einigen Jahren eröffnet worden. Und gegenüber von den Höfen am Brühl befindet sich dann das neue Ibis, Ibis Budget Hotel und weiter oben sind dann die ganzen Geschäfte mit Karstadt, Kaufhof etc. Ja, toller Ausblick auf dieser Seite. Dann hier kann man sehr gut auch etwas zu sich nehmen, zu essen. Dann der Bereich der Küchenzeile. Und hier mangelt es auch an nichts. Wir haben den Wasserkocher, wir haben das Ceranfeld. Wir haben von Zanussi die Dunstabzugshaube. Dann hier nochmal ein paar Gläser für den Weinliebhaber. Und auch hier nochmal Biergläser. Schalen und oben dann Töpfe. Und diese Töpfe, die kann man verwenden, indem man dann hier ganz unten, der ist ein bisschen ungünstig angebracht. Ach nee, das ist die Spülmaschine. Auch nicht schlecht. Hier ist das Besteck. Auch hier ist alles vorhanden. Das sieht auch noch sehr neu aus. Also das Hotel ist übrigens, ich weiß gar nicht, ob ich es erwähnt habe, ist erst vor einem Monat, ach und eine Waschmaschine. Ja, guck an. Das gab es in Frankfurt auch schon. Also hier kann man sich wirklich für ein paar Tage wohlfühlen. Das Hotel ist erst vor einem Monat eröffnet worden, also niegelnagelneu. So, und hier ist dann der Ofen und die Mikrowelle, die ich gesucht habe. Genau, das ist natürlich sehr günstig angebracht. Da ist sogar ein Kuchenblech oder was soll da sein drin? Ja, Wahnsinn. Hier kann man die ganze Familie verwöhnen. Auch hier nochmal zusätzliche Schüsseln. Da hinten dann diese Backformen. Und dann der große Kühlschrank. Da passt einiges rein. Doppel-A-Klasse.
Ja, auch hier nochmal ein Fenster, wo man dann ausschauen kann. Heute sehr bedeckt über Leipzig der Himmel. Dann haben wir hier die Klimaanlage bzw. Heizung. So, was uns jetzt noch fehlt, das ist einmal der Fernseher, der ist groß genug, hier schick eingelassen in diesem Passepartout. Man kann den Wake-up-Service separat wählen, man kann Radio hören, TV-Channels, Screenshare, weiß ich nicht, was das sein soll, das werde ich gleich nochmal herausfinden. Dann hier mit Schiebetür dementsprechend getrennt vom Wohnschlafbereich das schicke Badezimmer. Mit diesem halb eingelassenen Waschbecken, das habe ich so noch nicht gesehen, das spart natürlich Platz. Auch hier die Badeutensilien sind vorhanden, dann die Hängetoilette, die Handtücher auf der Heizung, damit es dann schön warm bleibt, wenn man geduscht hat. Und dann hier auch der sehr großzügige Duschbereich. Auch hier hat man Platz ohne Ende. Dahinter nochmal die indirekte Beleuchtung. Ja, alles im Allem gefällt mir das wirklich sehr gut. Ich denke, hier habe ich ein neues Zuhause gefunden, wenn ich mal wieder in Leipzig übernachte und gerade keinen Hoteltest mache. Aber hier sind mir auch schon fast alle Hotels ausgegangen. Ich hatte sie schon alle in meinen Tests. Und das wirklich hier kann ich sehr zu Herzen oder sehr ans Herz legen. Wer hier in Leipzig einmal übernachtet, der sollte sich das Adina Apartment Hotel hier direkt an den Höfen einmal genauer anschauen. Ja, mit diesen letzten Blicken verabschiede ich mich wie immer. Macht es gut, bis die Tage. Alles Gute, ciao, ciao.